Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Payday 2 Stealth-Folge. Wie ihr seht, heute stealthen wir das Golden Gwyn Casino. Und das habe ich auch schon zusammen mit Cedric getan. Aber diesmal ist es ein Solo-Stealth-Video. Das heißt, wir versuchen, Entschuldigung, alleine das Golden Gwyn Casino zu stealthen. Und zwar auf Deathwish. Das letzte Mal war ja auch sehr schwer. Und da hatte ich halt, wie gesagt, so ein bisschen Hilfe vom Cedric bezüglich... ja, guck mal, sind da Wachen, guck mal da, suchen wir schon mal das Zimmer. Aber ja, es geht los. Was habe ich gekauft? Ich habe zweimal die Leichensäcke gekauft. Und zwar in Herren- und Damen-WC. Dadurch, dass es vorkommen kann, dass ich halt mich auf der einen Seite mehr aufhalte oder auf der anderen Seite mehr und dringend Leichensäcke brauche, habe ich mit Erfahrung gemacht, deshalb kaufe ich die jetzt immer doppelt. Und was habe ich noch gekauft? Ich habe hinten die Metalltüren aufgemacht. Ich habe... die Servicetüren aufgemacht, also aufgeschlossen. Und ich habe Herzensbrecher Annie geholt, zu der ich nachher noch mehr sagen werde. Auf jeden Fall, was ist zu dem Job zu sagen? Man kann Golden Gwyn Casino natürlich laut und Stealth spielen. Im Stealth-Modus kommt man im Zivilisten-Modus an. Das bedeutet, man kann außer mit den Badezimmertüren, diesem Gitarrenkoffer und den Geldautomaten mit nichts interagieren. Man hat auch keine Ausrüstung, das heißt, man kann nicht erwischt werden. Man kann wirklich rumlaufen, man kann so nah wie möglich an die Wachen gehen, man kann sie anrempeln, man kann machen, was man will. Man wird nicht entdeckt, weil man keine Ausrüstung bei sich hat. Im Gitarrenkoffer müsst ihr dann natürlich eure Ausrüstung rausholen und dann gibt es da noch Casino-Chips und eine Flasche Schlafgas. Die Flasche Schlafgas wird später interessant, wenn es darum geht, den Sicherheitsraum aufzuräumen. Der Gitarrenkoffer kann auf der Seite hier liegen, da wo er jetzt lag, oder auch weiter vorne, da hinten, wo der eine Typ jetzt steht, der hintere. Er kann aber auch auf der anderen Seite bei der Poolanlage sein und da kann er auch entweder weiter vorne, so wie hier sein, oder weiter hinten. Beide Areale sind auf jeden Fall von Wachen begangen und werden, die aber nicht statisch immer da sind. Die können da rausgehen, können aber auch wieder ins Casino reingehen und dort etwas umgucken. Aber ihr habt ja auch gesehen, Zivilisten können in dem Bereich auch rumlaufen. Ja, ich habe den Westernbogen und die Baby Deagle dabei. Baby Deagle einfach, weil ich diese Waffe liebe und der Bogen, weil er dafür sorgt, dass man sehr, sehr leicht auf ein Entdeckungsrisiko von 3 kommt. Ah ja, was ich noch sagen muss, ich hatte einen seltsamen Bug, als ich das gespielt habe. Also ich habe es dreimal, glaube ich, neu gestartet und beim ersten Mal neu starten war der Bug schon so. Und zwar, wenn mich Personen sehen, bekomme ich keinen Kreis. Ich bekomme keinen Kreis, so entdeckt so und so viel Prozent halt, ne? So wie das jetzt gleich bei den Kameras sein wird, sondern ich bekomme erst angezeigt, wenn ich entdeckt wurde. Seht ihr, dieser Ring, der sich langsam füllt, ist nicht vorhanden. Bei Personen. Finde ich seltsam. Ist jetzt auch natürlich kein Bug-Using, weil es macht mir das Spiel ja eigentlich noch schwerer, weil ich ja nicht merke, wenn mich jemand sieht. Von daher, alles gut. Ich hoffe, dass ihr das Video auch so genießen könnt. Okay. Hier hinten in der Area, in der Sicherheits-Area, gibt es auf den Schwierigkeiten, auf den unteren Schwierigkeiten, normalerweise nur 3 Wachen. Der Typ hier im Gym und 2 Wachen, die oben rumlaufen. Ich bin davon ausgegangen, weil ich ein Video damals auf Deathwish gesehen habe, dass oben auf Deathwish auch nur 2 Wachen rumlaufen. Wie wir aber gleich sehen werden, war das ein fataler Fehler, das anzunehmen. Denn vielleicht kam es durch einen Patch, weil es zu einfach war, wenn hier hinten nur 2 Wachen waren auf Deathwish. Dass man halt quasi gesagt hat, ist Deathwish, Schwierigkeitsgrad muss erhöht werden. Wir packen noch einen Wachmann rein. Auf jeden Fall laufen hier hinten 4 rum. Das heißt, wenn ihr hier hinten die Area aufräumt, dann habt ihr keine Probleme. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Problem ist nur, ihr müsst 4 Wachleute töten. Muss jeder für sich wissen. Aber ich sag's mal so, wenn euch im Casino ein Wachmann entdeckt, dann ist es eh scheiße. Dann habt ihr eh verkackt. Wenn es jetzt natürlich in so einer Pool-Area oder sonst irgendwo ist, wo halt nicht viel los ist. Klar, das lässt den Heist nicht scheitern, aber ich hatte es eigentlich, wenn mich außerhalb von diesem Sicherheitsbereich jemand erwischt hat, dann war es
im Casino und alle waren alarmiert. Also, ja. Diese kleinen Aktenkoffer beinhalten verschiedene Zahlen. Wie Bane gerade schon sagt, brauchen wir 3 Stück, um den Tresor zu öffnen. Die Reihenfolge ist, glaube ich, grün, blau, rot. Aber ich bin mir unsicher. Ich verwechsel das immer. Schreibe mir das immer noch auf dem Zettel noch dazu. Weil Bane das später nur einmal in der richtigen Reihenfolge sagt und ich es dann nicht verkacken will. Deshalb schreibe ich es mir dann immer so auf, mache mir eine kleine Tabelle. Blau, rot, grün, auch wenn es die falsche Reihenfolge ist, ist ja egal. Man sieht ja später beim Tastenfeld, welche Farbe das hat. So. Was mich verwirrt hat an dieser Stelle, ist, dass normalerweise auf dieser Seite einer rumläuft und auf der anderen Seite von dem Tor einer rumläuft. Jetzt habe ich bemerkt, dass dort 2 Leute rumlaufen, also beide. Und das Ungünstige, dass die Kameras immer sie im Blickfeld haben. Ach komm, zeig die Kamera, komm. Komm du Let's Player, zeig die Kamera. Genau die Kamera. Das heißt, egal wie man spielt, man hat immer, egal wie man sie umbringt, die Kamera oder die Kamera, die um die Ecke ist, sieht die Wachleute immer. So. Jetzt denkt Nick gerade noch, es sind nur 2 Wachmänner. Ich könnte mit einem ECM arbeiten und die Kamera ausschalten und dann den Typen ausschalten. Und das macht er jetzt auch. Aber was klein Nick nicht beachtet ist, was er für Skills drin hat. Und zwar, dass Pager durch ECMs unterdrückt werden, was er jetzt gerade so merkt. Und dann so, oh scheiße, na gut, dann lupe ich eben die Kamera und der hält ja an, auch wenn der ECM abgelaufen ist. Natürlich jetzt noch viel zu früh. Ne? So, und da kommt Wachmann Nummer 2. So, den wollte Nick zuerst erledigen. Hat dann aber bemerkt, scheiße, geht nicht, da ist ja noch eine Kamera. Gott sei Dank habe ich ihn nicht getroffen. So, ECM läuft aus. Nick platziert noch ein ECM, um den Pager zu beantworten. Denn der Pager ist ja jetzt aktiviert, dadurch, dass der ECM ausgelaufen ist. Und da seht ihr, der Typ hat mich sofort entdeckt. So, und da kommt Wachmann Nummer 3 um die Ecke gelaufen. Und Nick denkt sich nur so, was für eine abgefuckte Scheiße das ist. Da bin ich aus Versehen auf den Menüknopf gekommen. Und ja, wie machen wir das jetzt, denkt sich der Nick. Ganz einfach, ich lupe die Kamera nochmal. Keine Ahnung, ob die Zeit, die 10 Sekunden ausreichen für mich. Ich lupe einfach mal die Kamera. So. Und beantworte den ersten Pager. Denn ich kann ja 10% schneller beantworten. Das heißt, ich kann es schaffen, 2 Pager hintereinander zu beantworten. So. Nick hat keine Ahnung, wie lange der Kameraloop noch anhält. Hofft aber einfach, dass er beide Pager in der Zeit beantwortet bekommt. Und jetzt fängt schon die Kamera an zu blinken. Das heißt, Nick muss jetzt ganz schnell da die Kamera wieder loopen. Die Kamera bemerkt etwas, aber Gott sei Dank waren wir schnell genug. Und da dachte ich mir nur so... Was für eine verdammte Scheiße, wie viel Glück muss man haben, das so hinzubekommen. Ich war völlig damit überfordert, dass da plötzlich noch ein dritter Wachmann angelaufen kam. Aber es hat ja alles geklappt. So. Und das war jetzt eigentlich auch der stressigste Part überhaupt, denn der Rest war, ja, ganz entspannt. So, die hintere Area ist jetzt auf jeden Fall sauber. Hier laufen keine Zivilisten mehr hin, hier laufen auch keine Wachen von außerhalb mehr her. In den Van könnt ihr nachher eure ganze Beute reinpacken, der aus dem Safe kommt, wozu der Zugang auch hier hinten ist. Das heißt, alles okay, kein Problem. Wir räumen erstmal hier hinten auf, gehen noch die einzelnen Räume durch. Und ja, momentan besorge ich Blaupausen. Wir haben auch schon mal einen Stelle des Codes gefunden und wir haben ein Gemälde gesichert. Das sind ja schon mal 600.000. Also, so, was ich hier gemacht habe, ich wollte einfach aus Sicherheitsgründen die Leichen da hinten reinpacken. Keine Ahnung wieso, es ist total unlogisch, da kommt kein Typ mehr hin. Die Kameras können sie nicht sehen, aber ich bin einfach so ein Typ, der auf Nummer sicher gehen wollte und sie einfach da platzieren wollte. Die Bohrerbauteile, die ich übrigens genommen habe, haben mir überhaupt nicht viel gebracht, weil wir ja nicht bohren. Das ist ja für den Lautjob, aber ich habe es einfach mitgenommen, weil ich alles mitnehme, was ich finden kann. So, das hier ist jetzt auf jeden Fall das Archiv. Hier müssen wir nämlich die Baupläne holen. So, und in diesem Raum sind auf allen Stufen bis Overkill 2 Kameras, auf Deathwish 3 Kameras. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass die Kameras so gut platziert sind, dass sie so gut wie jeden Winkel des Raumes abfilmen. Also, was machen wir mit der Zivilistin? Die steht da jetzt ein bisschen rum. Huch,
das war sehr, sehr knapp, weil, wie gesagt, ich bekomme das, ich habe ja einen Bug, dass ich das nicht richtig angezeigt bekommen habe. Aber glücklicherweise ist sie hier hingelaufen, was dazu gesorgt hat, dass sie im toten Winkel der Kameras ist, weshalb ich sie ganz einfach fesseln konnte und jetzt mich durch die Blaupausen wühlen konnte. Also, ich würde sagen, es gibt kein Bild, wo man sie nicht, wo sie nicht an einen Ort laufen kann, wo man sie fesseln kann. Also es gibt immer einen Platz, wo sie halt im toten Winkel ist. Allein schon, weil hier hinten keine Kamera-Spots sind. Also hier bei den Regalen, weil die ganze Wand voller Regale ist. Und ja. Wir suchen jetzt fleißig die Blaupausen. Denn wir sind Ingenieur und wollen hier neue Rohre verlegen. Nein, Quatsch. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Blaupausen. Das heißt, wir müssen zurück in diesen einen kleinen Security Room. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Office oder irgendwie so etwas. Und müssen die Blaupausen einmal einscannen und dann zu Bane rüberschicken, damit er die Blaupausen vom Casino hat und uns sagen kann, welches Zimmer mit dem Belüftungssystem des Sicherheitsraums verbunden ist. Wo wir später nämlich das Schlafgas reinpacken wollen. Und es ist der Raum 101. Habe ich mir natürlich auch notiert zu meiner ersten Ziffer vom Code. Die 2 war das. Oder die 9? Ne, die 9 war es. Die blaue 9. Und ja. Jetzt wollte ich mir erstmal den nächsten Teil des Codes holen. Denn wenn man sich Herzensbrecher Annie holt, wird da drüben in dem VIP-Bereich, den ihr auf der anderen Seite vom Fenster und diesem Garten seht, Herzensbrecherin Annie ein VIP mit einer Stelle des Codes hinbringen. Oh, ich bin doch nicht zum Code gegangen. Okay. Aber auf jeden Fall in dieser VIP-Area ist halt, wie gesagt, dann eins von diesen Köfferchen, ein weiterer Koffer mit dem Code, weil Herzensbrecherin Annie einen VIP verführt und in diese Lounge bringt. Und ja, das bringt halt der Vorteil, dass man weiß, wo dieses Köfferchen ist. Denn normalerweise müsste man jetzt das ganze Casino nach diesem Köfferchen durchsuchen. So. Wieder dumm mit dem Bug, sie hat mich erkannt. Aber naja, hier hinterm Tresen, es steht meistens keiner auf der anderen Seite vom Tresen. Also ich habe es bisher noch nie geschafft, dass jemand sie gesehen hat und alarmiert war. Vorteil ist, wir können jetzt hier den Schrank auch ausrauben, weil sie einen eigentlich immer, wenn man da hantiert, recht schnell erkennt. Nur normalerweise kann man den USB-Stick reinstecken und dann schnell abhauen. Aber weil ich halt keine Anzeige habe, wusste ich nicht, wie schnell ich handeln muss. So, jetzt haben wir die Liste von allen Gästen, also die Hausliste, und können damit, wenn wir gleich wieder in das kleine Büro da hinten gehen, herausfinden, oh, das war knapp. Ich weiß nicht, ob das am Bug lag, dass der Typ uns nicht gesehen hat, oder an meinem geringen Sichtrisiko. Ich dachte mir nur einfach so, scheiße, Mann, wie viel Glück kann man eigentlich haben, dass der Idiot einen nicht gesehen hat. Und jetzt holen wir uns halt die eine Stelle vom Code. Und irgendwie kriege ich diese Tür nie aufgeschossen. Entweder ziele ich wirklich immer auf die falsche Stelle, oder ich stelle mich einfach nur doof an. Weil ihr seht, da sind auch keine Einschusslöcher da, wo eigentlich das Schloss ist, da wo normalerweise die Tür aufspringt. Aber naja, da musste ich eben das Schloss knacken. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, wir suchen, nachdem wir jetzt den Code dann haben, werden wir auch nochmal drüben in den Locker-Room gehen, weil da ist die... in einem der vielen Spinde, der letzte Teil des Codes. Und hier haben wir jetzt eine rote 9. Okay. Dann ist der Code rot-blau-grün. Weil ich weiß noch, dass der Code 922 war und grün die letzte Stelle war. So, hier habe ich mich erstmal, habe ich erstmal kurz durchgeschnauft. Weil das ja recht, weil es gerade sehr, sehr knapp war, auch mit der einen Wache, die da mitten in der Tür stand. Und ja, wir versuchen halt, wie gesagt, jetzt in den Raum zu kommen und herauszufinden, wer in Zimmer 101 wohnt. Weil aus irgendeinem Grund das Casino sogar Fotos von den Leuten hat, die hier einchecken. Die Kamera loop ich einfach sicherheitshalber, weil manchmal sie wirklich so auf den Platz da zeigt, dass man nicht mit dem Computer interagieren kann. Aber es hält sich in Grenzen, wie ihr seht. So, Bane geht jetzt die ganze Liste durch. Und findet heraus, wer der Typ ist, der in Zimmer 101 wohnt, und zwar dieser Herr. Wie gesagt, seltsamerweise mit Foto sogar vermerkt im Casino-Rechner, aber okay.
den Casino-Servern, soll uns aber nicht stören. So, wir müssen jetzt natürlich das Casino durchsuchen, aber wir haben super Augen. Auch wenn der Typ überhaupt nicht in unserem Sichtfeld war, haben wir doch herausgefunden, wo der Typ steht, und zwar genau da. Was müssen wir als nächstes machen? Wir gucken uns an, was für eine Farbe sein Drink hat. Sein Drink hat die Farbe Blau. Jetzt, und er ist leer, die Flasche, die daneben ist leer. Das heißt, wir gehen, wir suchen uns jetzt im Casino an den Bars, müssen wir die blaue Flasche finden. Die sind auch alle markiert mit den Fragezeichen. Das ist einmal die Bar im VIP-Bereich, eine Bar weiter oben, eine Terrassenbar ist das, glaube ich, und die Bar im Poolbereich. Am liebsten habe ich eigentlich die Bar im Poolbereich, weil die halt so schön unbewacht ist. Da kann man recht schnell reinspazieren, sofern halt nicht viele Wachen da sind. Aber normalerweise sind auch nicht viele. Und ja, kann dort die Flasche abzapfen, dann bringen wir es ihm gleich wieder zurück, schütten es in sein Getränk. Und ja, wir haben es ein bisschen manipuliert, wir haben ein bisschen Gift mit reingepackt. Sodass der dem Typ gleich ein bisschen schlecht wird und er kotzen gehen muss. Und in dem Moment, wo er dann halt aus dem Casino rausgeht und auf die Toiletten oder ins Freie geht, können wir die Chance nutzen, ihn zu fesseln oder zu töten und ihm die Keycard zu klauen. Aber man weiß halt nicht, wo welche Flasche sich befindet. Es sei denn, man hat im Zivilistenmodus schon mal ausgespäht, die drei Bars schon mal ausgespäht. Das hätte ich jetzt auch machen können. Hatte ich nicht dran gedacht, aber ihr seht, es geht auch so. So, hier hatte ich Glück, dass die blaue Flasche an der Bar war. Ich wusste, dass es nicht im VIP-Bereich war, denn da hatte ich drauf geachtet. Da war, glaube ich, die pinke Flasche oder die rote. Auf jeden Fall nicht die blaue. So, und jetzt müssen wir, wie gesagt, wieder zurück zum guten Herrn. Und jetzt gleich, wenn ich mich ins Bad setzen werde, ja, da laufe ich jetzt noch, aber jetzt gleich setze ich mich ins Bad, musste ich einen kurzen Cut machen, weil das Telefon geklingelt hatte und ich da kurz rangehen musste. So, da überlege ich noch, soll ich da reingehen, und dann hier einmal kurz Pause und hier beginnt das nächste Video. So, tut mir leid, ich werde euch den Pausenbildschirm mit reinschneiden, weil ich jetzt halt mit dem Rohmaterial nachvertone, und wenn ich das jetzt rausschneide, dann ist die Tonspur nicht mehr synchron, und ja, das Problem ist, wenn ich in meinem Aufnahmeprogramm quasi es schon schneide und da gucke und nachkommentiere, das Programm ist Freeware und es hat ein paar Player-Probleme, sag ich mal. Ich kann es zum Beispiel nicht in sehr hoher Qualität gucken, ich kann, weil es dann anfängt zu ruckeln, und wenn es dann anfängt zu ruckeln, wird es asynchron. Und ich weiß nicht, inwiefern es bei auch einer geringeren Qualität anfängt zu ruckeln und asynchron wird. Deshalb gucke ich lieber das Rohformat, weil das flüssig läuft. Und ja, füge es dann später so hinzu. Auf jeden Fall, hier sind alles Spinde von den Leuten, die hier trainieren gehen. Ich vermute mal das Sicherheitspersonal, denn das sieht jetzt nicht aus wie der Gym-Bereich von den offiziellen Gästen. Zumal die auch nicht nach hier hinten dürfen. Und ja, wir suchen halt den Code, weil der dritte VIP oder Sicherheitsbeauftragte oder was auch immer seinen Code hier eingeschlossen hat. Also das hier und der OneSafe drüben im Office vom Manager, vom Chef des Casinos, sind feste Spots. Da ist immer ein Code. Entschuldigung, das nervt mich gerade total. Kennt ihr das, wenn ihr ein Pflaster am Finger habt und dann geht da so ein Faden ab? Also diese orangenen Pflaster, und dann geht da so eine Faser ab. Und ihr zieht und zieht und zieht, und dann kommt es irgendwann zu dem Stoff, wo die Wunde halt drunter ist. Und da bleibt es dann hängen und ihr könnt es nicht weiterziehen und ihr wollt es irgendwie entsorgen und abschneiden. Und ich hasse sowas, Entschuldigung, aber deshalb musste ich das gerade mal kurz abschneiden. Auf jeden Fall, die zwei Spots sind halt sichere Spots. Hier haben wir jetzt die grüne 2 gefunden. Das heißt, wir wissen, der Code ist 922. Jetzt habe ich überlegt, ob ich euch den Code hier schon mal auf dem Tastenfeld zeige. Oh, grün ist doch nicht die letzte Stelle. Okay, es ist rot, grün, blau. Aber wir werden nachher nochmal hinkommen, weil ich will euch unbedingt, ich will in die Waffenkammer rein. Und ich habe noch einen Faden, scheiße. So, keine Ahnung, warum ich hier kurz innegehalten habe, das weiß ich nicht mehr. Ich lasse die Schere jetzt hier liegen, falls noch mehr Fasern abgehen. Das Problem ist, ich spiele auch immer an den Pflastern, sodass diese Fasern überhaupt erst entstehen und dann... Auf jeden Fall, wir haben jetzt den kompletten dreistelligen Code.
Ist schon mal vorteilhaft, weil dann müssen wir ihn später nicht suchen. Und man kommt halt bei den Gelegenheiten immer an diesen Orten vorbei. Deshalb lohnt es sich, die schon früher was zu holen. Natürlich ist von Vorteil auch, dass man den Safe nicht aufbohren braucht, sondern aufknacken kann. Was aber, glaube ich, unwichtig ist, wenn man in den hinteren Bereich komplett gesaved hat. Sowohl die Frau in im Archiv, als auch die Wache im Locker, als auch die zwei bis drei Wachen, die hinten rumlaufen. So, der Typ kann ins Badezimmer laufen. Der Typ kann aber auch hier ins Freie laufen, um kotzen zu gehen. Und dadurch, dass das, wenn er rausläuft, eine Gefahr ist, dass eine Wache hier rausläuft und uns sieht, im Gegensatz zum Badezimmer, wo halt keine Wache rein kann, habe ich mich dazu entschlossen, ihn zu killen. Weil wir ihn damit besser ins Badezimmer kriegen. So. Die Türen habe ich immer das Problem, die zuzukriegen, weil man dahin gucken muss, wo die Türen sind, wenn sie zu sind, aber man will natürlich auch nicht in der Türe stehen und die Türe vom Kopf kriegen. Ja, das war auf jeden Fall unser Gast von Zimmer 101. Der ist jetzt nicht mehr so glücklich und lebendig. Und ich habe die Treppe gesucht. Habe aber vergessen, dass die Treppe hier auf der Seite weiter hinten ist als auf der anderen Seite. Und da man hier auf der Seite schwerer drankommt, habe ich mich entschlossen, auf die andere Seite zu gehen. Zumal da auch direkt schon der richtige Gang, glaube ich, ist. Der richtige Flur. Denn die Treppen, also was heißt Treppenhäuser, die, es gibt quasi zwei Zimmerflügel. Und die eine Seite ist von, ich weiß nicht, von 0 bis 100, nee, von 0 bis 100 und von 100 bis 0, bis 200, ich weiß es nicht. Ah da, 99 bis 105 und andere Seite ist 105 bis noch was, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall variiert auch immer die Zimmernummer. 101 war jetzt zufälligerweise die gleiche Nummer, wie ich letztens mit Cedric hatte. Und ja, hier kommt jetzt das Schlafgas rein. Und ihr merkt, wir haben keine richtigen Probleme mit Wachen. Klar, in dem Außenbereich hätte uns einer fast erkannt, dann hätte ich wirklich blöd dagestanden, weil ich halt schon alle Pager verbraucht habe. Aber es ist halt nichts passiert. Und wenn man halt auch richtig aufpasst, wenn man wirklich in jede Ecke guckt und aufmerksam rumläuft und nicht gerade wirklich sehr, sehr viel Pech hat, sollte man es auch dabei belassen können, hier außerhalb vom Security-Bereich keinen killen zu müssen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt das Schlafgas in die Lüftung gepumpt. Das heißt, im Security-Raum unten, der genau zwischen den zwei Gittertüren war, ist jetzt das gesamte Wachpersonal eingeschlafen. Die Kameras, CD sind aus. Wir können hier fröhlich rumlaufen. Jetzt wäre es auch kein Problem mehr gewesen, die Leute auszuschalten. Aber dadurch, dass wir sowieso so viel hier hinten rumlaufen, ist es einfach eine Minderung von Risiko, indem wir sie vorher schon ausschalten. Wenn jetzt die Kameras vielleicht wirklich scheiße sind, sollte man nicht so ein riskantes Risiko eingehen, wie ich es gemacht habe, und lieber erstmal warten, bis die Kameras down sind. Aber ich bin eigentlich so, ich schalte sie am liebsten aus, während die Kameras noch laufen, damit ich mich da frei bewegen kann, abgesehen von den Kameras. So. Auf jeden Fall, ihr seht, die Wachen machen alle ein Schläfchen. Da unten ist der Safe, hier ist der Warenfahrstuhl. Und wir können durch diese getönten Scheiben durchsehen. Von außen sieht man uns natürlich nicht. So wie das halt bei sicher, bei so, auch wie bei so Polizeischeiben im Verhörraum ist. Wir können rausgucken, aber keiner kann reingucken. Außer man steht direkt davor, wobei im Spiel das auch nicht geht, wenn man direkt davor steht. Interessanterweise lustig finde ich, dass man bei diesem Sicherheitspersonal kein Pager beantworten muss. Wenn die einen tot umkippen, dann muss man, oder auch nur gefesselt werden, muss man sofort einen Pager beantworten. Hier kein Pager, die Typen sind eingeschlafen. Jetzt muss man sagen, vielleicht ist das ja auch die Zentrale, vielleicht gehen alle Pager-Beantwortungen hier hin. Würde ich jetzt aber eine Wache draußen nochmal töten, müsste ich einen Pager beantworten. Also von daher, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber naja. So. Durch das Hacken des Computers haben wir unten die Laser abgeschaltet. Das heißt, wir können in den Safe-Vorraum gehen. Da liegt auch noch ein Schlafender. Und können hier den Code jetzt eingeben. Wie ihr seht, wiederholt Bane den Code auch nochmal, Stelle für Stelle. Aber man muss halt aufpassen. Wenn man jetzt eine Stelle verpasst hat, dann weiß man den Code schon nicht mehr. Darum schreibe ich es mir immer auf. Weil es ja auch keine Taste gibt, so nach dem Motto, so Bane, ey, sag, Dude, sag's mir nochmal. Nee, gibt es nicht. So. Hier in diesem Raum ist der Dude vom Zahnarzt, was unser primäres Missionsziel ist. Ohne das können wir nicht abhauen. Und jetzt kommt der gleichzeitig erfreuliche
aber später langweilig werdende Part. Das ganze Bargeld aus diesem Safe einsammeln und zum Aufzug bringen, beziehungsweise gleich zum Van bringen. Da hinten ist nämlich der Lastenaufzug, da könnt ihr die ganzen Taschen reinwerfen. Und dann könnt ihr später aufs Knöpfchen rechts drücken. Oben war ja auch ein Knöpfchen, hatte ich aber nicht gedrückt, weil der Fahrstuhl ja unten war, wo er auch sein sollte. Und ja, es gibt eine Menge, Menge Taschen. Ihr seht, hinter den Gitterstäben sind viele, hier auf den Tischen liegen viele. Und da hinten ist auch noch mal eine Treppe. Also, ja, gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden sind ja noch mehr Taschen da. Das heißt, viel, viel Schlepperei, vor allem wenn man Solo-Stealth spielt. Ihr seht, wir sind jetzt schon auf 24 Minuten. Und das Video geht, ich glaube, eine knappe Stunde. Das heißt, wir sind jetzt gleich eine ganz schön lange Zeit damit beschäftigt, Taschen zu schleppen. Ja, aber es gehört halt dazu. Ah, was mir da so einfällt. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ich habe auch den Track geändert. Das habe ich am Anfang, glaube ich, sogar eingeblendet. Weil der Golden Grin Soundtrack wirklich im Stealth sehr, sehr langsam ist. Es ist einfach nur ein paar Becken, die ab und zu schlagen. So. Und das finde ich halt dämlich. Darum habe ich es geändert in, ich weiß nicht, ob es von Castlevania ein Soundtrack war oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ihr seht, wie viel Geld es hier gibt. So viel kleine Haufen Sofort-Bargeld, aber auch große Säcke Bargeld. Alles das. Das ist auf jeden Fall der Heist, abgesehen von First World Bank, wenn man Overdrill macht. Ich glaube, da sind es noch mehr Säcke. Mit den meisten Säcken. Leider ist es, was heißt leider, aber Bargeld ist jetzt halt nicht das Wertvollste. Also Waffen und ich glaube, Meth ist das Teuerste, ne? Na gut, wenn man mal jetzt von Artefakten und sowas absieht oder Samurai-Rüstung oder was weiß ich, die es noch so als Special Loot gibt. Glaube ich, sind die Meth-Säcke wirklich das Teuerste. Ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, ich bin mir da sicher. Also, wenn es einer weiß, kann er es mir gerne in die Kommentare schreiben. So, wir sammeln hier alles ein. Das schöne Bargeld, wir leeren ihren kompletten Safe. Und lassen alles in unsere Taschen wandern. Denn wir brauchen Money. Money, 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 Money. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Säcke es waren. Ich glaube, zum Schluss hatte ich den Loot des Zahnarztes und weitere 60 Missionstaschen. 60 Taschen extra Loot, glaube ich, waren es. Das war echt eine ganze Hausnummer. Und ihr seht, es ist jetzt schon... Ups, da habe ich ja ganz schön schlecht geworfen. Jetzt schon eine ganze Schlepperei, das überhaupt zum Aufzug zu bekommen. Und das Ganze gleich auch nochmal zum Van zu bringen. Holla die Waldfee, das ist alleine immer sehr, 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 sehr lange und langweilig. Und deshalb würde ich auch nicht sagen, gerade, dass sich der Heist zum Stealthen wirklich lohnt. Weil das Geld, was man zum Schluss bekommt, hochgerechnet auf fast eine Stunde, die wir gespielt haben, würde ich sagen, kann man in anderen Heists schneller holen, wo man auch weniger Taschen schleppen muss. Das finde ich wirklich schade, dass man so wenig von dem Geld als Bargeld bekommt. Und von der XP kann ich es gar nicht mehr sagen. Habe ich gerade keinen Vergleichspunkt mehr. Aber ich glaube, da war es dann schon eher, dass es sich ausgezahlt hat. Aber vom Loot her, so viel wie man schleppt und so viel wie man zum Beispiel auch bei Hoxton Breakout bekommt, ohne halt viele Taschen zu schleppen. Die einzige Tasche, die er da schleppt, ist der Server. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, es lohnt sich nicht so sehr. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr detaillierter Heist. Vor allem im Stealth ist er sehr, sehr detailliert und auch im Loud einfach mal das komplette Gegenteil, wenn man den Big Motherfucking Drill holt, der mit dem Zeppelin, den man eben beim Van im Hintergrund fliegen sehen konnte, holt. Es ist echt großartig, finde ich. Nur finde ich halt, es sollte sich mehr lohnen. Gerade wenn man dann in Loud die ganzen Taschen hinten zum Van schleppt, hat man ja nochmal mehr schwierig, noch größeres Risiko. Ne? Weil die Cops kommen, weil die rumballern. Und dann finde ich, ist es einfach zu wenig Belohnung fürs ganze Taschenschleppen. So, das sind ganz normale Laser. Dann läuft man rüber, schnappt sich
die Spieluhr, ich weiß nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall eine Kiste mit Holzverzierung. Und dann müssen wir wieder zurück. So. Das war der Loot vom Zahnarzt. Dieser Raum ist für euch ab sofort uninteressant. Was wichtig ist bei dem Aufzug, ihr müsst euer Loot auf jeden Fall aufs Gitter legen, weil sonst fällt das Loot runter. So zum Beispiel die Tasche da drüben würde runterfallen. Sehr, sehr vermutlich. Was ich euch auch nicht raten kann, wenn ihr nachher so wie ich den Fahrstuhl hochfahrt, geht nicht in die Hocke. Wenn ihr in die Hocke geht, vor allem mitten auf der Fahrt, fallt ihr runter. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ihr ganz am Anfang euch hinkniet, aber ihr müsst halt auch den Knopf drücken und dann halt auf das Ding laufen. Deshalb denke ich, werdet ihr dann so oder so durchfallen. Also besser stehen bleiben. Ihr kommt auch oben dann später durchs Ding durch. Also durch die Ausstiegsluke wieder raus. Wobei ich sagen muss, ich habe da mich beeilt, als ich mich geduckt habe, um rauszukommen, um schnell vom Gitter runterzukommen und nicht runterzufallen. Weil wenn ihr da runterfallt, seid ihr tot. Ich hatte zum Beispiel letztens auch Shadow Wade gestealthed, hat's aufgenommen. Hatte gerade meine 12 Taschen, wollte die letzten Taschen wegbringen. Und normalerweise ist es ja so, dass man, wenn man nicht an die Leiter springt, ist ja ein berühmter Fehler, dass man die Leiter verfehlt, runterfällt und einfach mal tot im Gully liegt. Wenn man solo stealtht, kann einem auch keiner hochhelfen, weil die Bots natürlich nicht angerannt kommen. Ich hatte aber das Pech, nicht an die Leiter gesprungen zu sein, sondern dass ich von unten nach oben geklettert bin, oben rausgeguckt habe, mich gedreht habe, um in die andere Richtung aus dem Gully rauszulaufen. Und dann von der Leiter abgerutscht bin, bevor ich über die Kante war, runtergefallen bin, es zu spät bemerkt habe, um mich zur Leiter zu drücken. Und dann kurz vor Schluss gestorben bin. Und es war einfach so ein schönes Bild. Unten waren nur zwei Gitter im Gully und das Seegitter halt. Aber ne, ich konnte bis hinten zum dritten Gully durchlaufen. Ich hatte sogar das extra Loot und nicht die extra Wachen bekommen. Einfach so viel Glück gehabt und dann musste ich so verkacken. Dann habe ich es nochmal aufgenommen und da habe ich dann später verkackt, weil mich wer gesehen hat vom Balkon aus, wo ich auch vorher noch die ganze Zeit so hingeguckt habe, weil ich wusste, da kommt einer. Ich wusste, da kommt einer so und dann so, oh, alles leichte Taschen könnte ich theoretisch schnell abhauen, wenn er mich sieht. Was ist genau dann, wenn ich ein schweres Artefakt hebe, kurz vor Schluss, kommt natürlich eine Wache auf dem Balkon, wo die ganze Zeit keine gekommen ist. Sieht mich natürlich, ich kann mit dem Artefakt nicht schnell genug wegrennen. Ich kann ihn zwar erledigen, aber ich komme nicht schnell genug zu ihm und map, map, map. Ich hab den Heist beendet, weil ich schon alle 12 Loot-Taschen drin hatte. Aber ich weiß halt nicht, ob ich es uploaden soll, weil ich halt nicht den kompletten Loot rausgeholt habe und es ja so ein Abbruchmäßig war, wisst ihr? Deshalb weiß ich nicht ganz, ob ich es uploaden, nachvertonen und uploaden soll. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ich Shadow Raid so hochladen soll, wie ich es jetzt habe. Also Schattenraub. Oder ob ich es einfach nochmal bei Gelegenheit neu aufnehmen soll. So, auf jeden Fall. Taschenschlepperei ist ein tolles Hobby. Mache ich privat auch ganz gerne. So sehe ich nämlich aus. Ja, mit der Controller-Steuerung vor allem bleibe ich hier auch sehr oft in der Safe-Tür hängen. Einfach weil es schwierig ist, sich so schnell um 180 Grad zu drehen mit Gamepad. Benutze den linken Stick ein bisschen zur Hilfe, indem ich teils seitlich gehe, während ich mich drehe. Das hilft sogar sehr, aber es lässt wirklich sehr, sehr mein Gameplay wirklich sehr, sehr hakelig aussehen. Deshalb, Entschuldigung, aber ich spiele halt mit Controller. Und ich muss ehrlich sagen, entweder liegt es am Controller spielen, dass ich das so sehr gewohnt bin, oder es liegt einfach daran, dass Payday nicht ganz so flüssig auf meinem Laptop läuft, aber ich bekomme die Stealth-Jobs auf der Xbox besser hin mit Gamepad als am PC. Am PC habe ich mich zum Beispiel auch bei dem heißt tot gearbeitet und wurde immer wieder erwischt, weil ich einfach nicht richtig durch die Fenster springen konnte und so weiter, mich festgehakelt habe. Es könnte natürlich daran liegen, dass ich schon so viele Jahre Xbox spiele, dass ich auf Gamepad so fixiert bin, dass ich mir schwer tue, mit Maus und Tastatur gut zu bewegen. Aber naja. Jedem das Seine, würde ich sagen. So, die Taschen müssen jetzt auch noch alle auf den Lift. Die liegt ein bisschen blöd. So, la 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 la, Tasche und noch eine Tasche und noch eine Tasche und noch eine Tasche.
Und noch eine Tasche. Und noch eine Tasche. Und noch eine Tasche. Und noch eine Tasche. Und noch eine Tasche. So. Plupp und drauf. Und jetzt auf jeden Fall nicht in die Hocke gehen, weil dann fallt ihr runter. Aus einer gewissen Höhe ist das ja noch ganz einfach. Und da habt ihr schon gesehen, ich habe Taschen vergessen. Sorry, werde gleich nochmal runterfahren. Und hier habt ihr so ein bisschen so einen Balken vorm Kopf gleich, genau den da. Und ich drück mich halt nach vorne, duck mich so, dass ich sofort dadurch schleiche. Und ja, als erstes bringe ich die Beute vom Zahnarzt zum Van, weil das ist ja die wichtigste. Aber ich werfe sie noch nicht in den Van, weil da, wo ich jetzt gerade stehe, wird nachher das Fluchtfeld sein. Und wenn ich später beim Taschenschleppen da aus Versehen in das Fluchtfeld reinlaufe, im Solo-Stealth, ist dann natürlich der Job sofort zu Ende, auch wenn ich noch nicht alle Taschen befördert habe. Und dieses Gitter, das ihr da seht, wird mich gleich noch so verschissen ärgern, weil die Tasche da, wie jetzt zum Beispiel die eine da, andauernd festhängen bleiben und ich sie nicht richtig durchwerfen kann. Und mich da so abkotzt. Am Anfang habe ich es noch hinbekommen, aber später bekomme ich es gar nicht mehr hin. Da bleibt so gut wie jede Tasche an dem scheiß Gitter hängen. Hat mich das aufgeregt. So, und da habe ich schon gemerkt, was machen denn da unten die Taschen? Dachte ich, sind die vielleicht runtergefallen, aber ich habe ja eben gesehen, aus dem Augenwinkel konnte man sehen, ich habe die Taschen einfach unten liegen lassen, ich Idiot. Aber naja. Seht ihr, jetzt bleiben, sind schon drei Taschen hängen geblieben. Das ist die vierte Tasche, die hängen bleibt. Manchmal habe ich wirklich auch blöd geguckt, die Tür, an die Tür, aber manchmal ist es auch einfach blöd, wirklich an der letzten Kante da hängen geblieben, wie da zum Beispiel auch schon wieder. Und das kotzt mich einfach so an. Diese Scheißtür, wenn sie in die andere Richtung öffnen würde, ne? Würde die Tür jetzt in die andere Richtung öffnen, könnte man so viel besser die Taschen da durchwerfen. Weil es dann keine Gittertür in die Richtung gäbe. Aber naja. So, diesmal ist es an beiden Seiten hängen geblieben. Boah. Aber ich will halt auch nicht jedes Mal bis zur Tür gehen, weil ich von da theoretisch auch bis nach da hinten werfen könnte. So. Meine Stimme wird schon was kratzig, weil ich jetzt wirklich diese 36 Minuten durchgequatscht habe. Und das hört auch nicht auf. Der Heiß geht weiter. Ja gut, dass die nicht durchgeflogen ist, wundert mich jetzt auch nicht mehr. Dass ich blöd hinter der Gittertür gelandet bin, ja, sah lustig aus. Und da fängt es schon an, dass ich aggressiv werde. Dieses Gitter regt einen einfach auf. Genau, wie gesagt, wäre die Gittertür auf der anderen Seite, man könnte so easy durchwerfen. Guck, ich stehe direkt davor und treffe trotzdem dieses Scheißgitter. So. Der Grund übrigens, warum ich Jacket spiele, ist nicht, dass mir Soko langweilig geworden ist, aber ich will halt ein paar neue Lines hören. Und gerade bei Jacket finde ich halt das mit dem Band cool. Ihr seht schon, wie sehr ich mich freue. Ihr seht es einfach schon. So. Ah. Theoretisch könnten wir den Aufzug auch wieder nach unten fahren lassen mit den Taschen, aber warum soll ich das tun? So. Jetzt ist es mir gerade ziemlich egal geworden, was mit diesen scheiß Taschen passiert. Video ist eh lang genug. So, dadurch Glück gehabt, da ist es dann diesmal durchgeglitscht, anstatt hängen zu bleiben. An irgendetwas, was hinter mir ist. Wo ich mich frage, wenn es hinter mir ist, wie kann es da hängen bleiben? Werfe ich es mir über den Kopf, so einmal so über die Schultern gegriffen und dann nach vorne, dass ich irgendwie in dem Gitter hängen bleiben kann, oder ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber naja, so ist es nun mal. Und da fliegt noch eine Tasche. Ich finde es schön, wenn man den Transporter-Skill hat und Taschen weiterwerfen kann, wie schön weit man Taschen werfen kann. Das ist so ein Skill, der muss für mich in jedes Skill-Deck einfach rein. Taschen weit werfen können und ich glaube, es war verminderte Bewegungsgeschwindigkeit. Verminderte, also eine kleinere Verminderung der Bewegungsgeschwindigkeit, so meine ich das. So, jetzt gehe ich immer bis durch die Tür durch, um die Taschen rüber zu werfen, damit auch ja keine Tasche mehr in dieser Scheißtüre hängen bleibt. Der Einzige, der noch in den Türen hängen bleibt, bin ich. Aber ich bin ja sowieso ein bisschen hängen geblieben, habt ihr ja vermutlich schon gemerkt. Ja, na gut. So, das war die erstmal. Und jetzt schicken wir den Aufzug runter, fahren aber nicht mit runter, weil ich Angst hatte, wenn ich da jetzt draufklettere, dass ich durchfalle. Und ja.
Da sind die drei Taschen zum Glück. Nenne ich sie jetzt mal. Und mein Hals wird gerade echt kratzig. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. So. Zack. Und die dritte Tasche. Zack. So, Aufzug anmachen. Diesmal laufe ich hoch. Ah, nee, gar nicht, weil ich wollte euch zuerst noch den leeren Safe zeigen. Wie wirklich alles leer ist. Wir haben sämtlichen Loot mitgenommen. Wir könnten noch durchs Casino schleichen und vorne auch beim Eingang noch die paar Schränke öffnen. In den anderen Räumen waren da genauso Schränke wie da, wo wir den Computer benutzt haben. Aber naja, so kleinlich zu sein, wirklich jeden einzelnen Pokerchip und jedes einzelne Bündel Bargeld zu finden, das würde nicht so den großen Loot abwerfen. Also Aufwand, Loot wäre, Verhältnis wäre da zu unausgeglichen, als dass ich sagen würde, zieht los und schnappt euch jetzt alles aus dem Casino. So, die letzten drei Taschen jetzt auch hier oben angekommen. Landen drüben beim Van. Wie ihr bestimmt eben auch mal gesehen habt, es läuft ja auch ein Elvis-Imitator durch die Map, was ich sehr, sehr cool finde. Auch, dass die Leute halt an den Automaten stehen und dann so gambeln oder an den Tischen stehen und zocken und was weiß ich. Ich finde das cool. So, da hinten das Luftschiff meinte ich übrigens. Man kann sogar sehen, wie da der Bohrer dranhängt. Das ist so ein kleiner vierkliger Klotz, der da unten dranhängt. Und aus irgendeinem Grund war mein Video im Player gerade kurz eingefroren. Ich hoffe mal, dass das bei euch nicht so ist. Weil ich glaube, das lag jetzt eher am Player. Leider wird dadurch jetzt meine Audio ein bisschen verschoben sein. Tut mir leid. Aber so viel Spannendes habe ich eh nicht mehr zu erzählen. Ich warte jetzt eigentlich nur noch drauf, dass mein Vergangenheits-Ich... Ah, guck mal, da zeige ich es auch nochmal. Dass mein Vergangenheits-Ich gerade nicht in der Tür hängen bleibt und alle Taschen in den Van wirft. Ich finde es lustig, dass ab einer gewissen Distanz, also wenn ich jetzt so gucke, hängt der Bohrer noch dran. Also wenn ich in der Türe stehe, hängt der Bohrer dran, wenn ich hingucke. Wenn ich aber zu nah rangehe, ist der Bohrer weg. Finde ich seltsam, aber okay. So, da seht ihr auch wieder dieses typische Problem. Die 180 Grad Drehung mit Gamepad ist nicht so. Was kann ich noch sagen? Ja, hier ein bisschen Taschen schleppen. Schreibt mir noch mal in die Kommentare, wie ihr das jetzt fandet. Wie ihr vor allem auch findet, ob sich dieser Heist lohnt. Ich finde, als Herausforderung lohnt er sich auf jeden Fall. Es ist wirklich ein toller Heist zum Stealthen, zum Lautmachen. Egal wie man es will, vor allem auch die Planung bietet einem da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ja, habt ihr den Heist schon mal Stealth geschafft und wenn ja, auf welcher Schwierigkeit? Wie fandet ihr meine Reaktion, als ich die Wachen hier hinten ausgeschaltet habe? Klar, am Anfang war ich ein bisschen panisch, tut mir auch wirklich leid. Aber später fing es dann ja an, ein wenig professionell zu werden, nach dem Motto so 10 Sekunden, da sollte ich zwei Pager beantworten können. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr das fandet, das Kommando. Ich wollte da vielleicht auch nochmal ein separates Video machen, wo ich das so als Funny Moment reinschneide. Muss ich auch mal gucken. Ich verspreche so vieles. Also ich verspreche nichts. Ich verspreche nichts. Ich sage euch so vieles. Das könnte ich mal machen, das könnte ich mal machen. Aber davon kann ich natürlich nie alles umsetzen. So, erstmal gegen die Wand rennen. Gut gemacht, Nick. Und da gibt es noch mehr Bargeld. So, gleich sind wir soweit, die letzten drei Taschen. Und danach dann noch der Zahnarzt-Loot. So. Zack. Und zack. So, wo ich jetzt nochmal hingehe, ist ins Gym, weil ich euch ja noch die Waffenkammer zeigen wollte. Hier muss man nämlich hin, wenn man laut zockt. Da muss man vorher auch den Code rausfinden. Nur halt, während alle schon
aufgerüttelt sind, kann sich hier Sprengstoff holen, wenn man oben ja die Casino-Tische weg und Böden wegsprengen muss, um an das Äußere vom Safe zu kommen, an die Außenhülle, um dann den Bohrer anzubringen. Theoretisch könnte ich das jetzt hier auch noch aufbohren, könnte mir noch was Munition mitnehmen, aber es fand ich jetzt Blödsinn, das auch noch zu machen. War ja schon Luxus, dass ich überhaupt nochmal dahin gerannt bin. So, hier ist Feuerwerk. Das braucht man eigentlich, um das dem Luftschiff zu signalisieren. Los, kommt her. Kann man aber nicht mitnehmen. Das wird immer wieder rausgeworfen, da seht ihr es, und wird da zurückgespawnt, weil wenn man in dem lauten Heiß das da reinwirft, wenn der Van da steht und dann halt das Feuerwerk starten will, hat man kein Feuerwerk mehr. Von deshalb clever gemacht, dass sie es einem wieder rausspawnen. Und jetzt kommt mal die Ausbeute. Also, der Auftragswert war gerade mal 650.000. So viel hat uns allein schon das Gemälde in der Theorie gebracht. Erbeutete Gegenstände waren 60 Taschen, also 59 Bargeld plus das Gemälde. Und das hat uns mal fett über 10 Millionen gebracht, was aber natürlich auch ans Offshore-Konto geht. Und wir gerade mal 2,1 Millionen davon als Bargeld zum Ausgehen haben. Hat auf jeden Fall fett XP gegeben. 884.000, ich glaube, das ist sogar recht viel. Aber ich denke, nicht vergleichbar mit so einem Hoxton Breakout, da kriegt man halt immer noch mehr. Wobei das ja so ein typischer Farming, ja, Farming heißt es, für Geld zu farmen. So, jetzt spiele ich hier mit der Schere rum, sowas macht man nicht, Nick, leg die Schere weg. Und wir kommen zum Ende, wo ich euch nochmal ganz kurz meine Fähigkeiten zeige. Ja, los, Idiot, zeig die Fähigkeiten, ich hab's schon gesagt. So. Als Perk-Deck habe ich den Einbrecher. Wie gesagt, bringt mir das, dass ich Pager 10% schneller beantworten kann. Dann, dass ich schneller Schlösser knacken kann, nochmal 20% und 20% schneller Leichen einsacken kann. Zu den Skills, hier, das mit den ECMs da und der Kameraschleife, das war ja mein Problem. Hier Saubermann und so. Lastesel oder wie es heißt und hier Geisel dominieren. Auf jeden Fall, Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Payday-Video dabei. Habt einen schönen Tag und